Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vintage Computer Unboxing. Heute habe ich zwei kleine Päckchen bekommen. Und ja, Päckchen, Pakete. Einmal mit etwas Next Zubehör und da unten haben wir einen schicken Nixdorf Laptop mit ein bisschen Zubehör. Ja, würde ich mal sagen, legen wir mal los und fangen mal mit dem kleinen. Fangen wir mit dem Großen an. Den hier oben, das machen wir extra. Das ist was ganz Besonderes. Das ist Next Zubehör für die Next Station. Was ganz Besonderes. Das ist jetzt auch was sehr Besonderes. Dieses Laptop, ein, was müsste das sein? Ich glaube ein PC 17, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Fangen wir mal an. Das war ein interessantes Stück, was ich im Forum gefunden habe. Ich glaube in einem Forum. Könnte aber auch auf dem Retro-Online-Flohmarkt gewesen sein. Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube aus dem von Zock 8 kommt. 16-Bit Retro-Flohmarkt war das genau. Und da hat jemand einen interessanten Nixdorf-Laptop für eine Handvoll Euros angeboten und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Da der Preis auch gleich im Prinzip den Versandkosten entsprach. Und da wäre es doch eine Schande, da nicht zuzuschlagen. So, oh schön. Oh, mit Tasche, sehe ich gerade. Oh, schön. Schauen wir mal, ob wir das sehen können. Wow. Geballte Ladung, wunderschöne Retrotechnik. Was haben wir denn hier? Das ist das Netzteil. Mhm. Halt, das könnte ein Zubehörnetzteil sein, weil da war noch ein bisschen an Zubehör dabei. Gut, das ist das Laptop auf jeden Fall vom Gewicht. Schön. Dicke Tasche. Ui, so. Was haben wir denn noch hier als Zubehör? Das ist noch ein Stück Stromkabel. Dann, ach cool, eine Maus in Rot. Mediamarkt. Oh, das ist schon stylisch. In Rot. PS2-Kugel. Mhm. So, was haben wir hier? Was ist das denn? E? Serielle oder parallele Schnittstelle? Nein, das sieht mir aus wie ein Prommer. Gucken wir mal. In einer Hand ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, tatsächlich. Das ist ja ein geiles Teil. Ein Das sieht mir aus wie ein Eigenbauprommer. Das wäre mal interessant aufzuschrauben und zu schauen, wie es von innen aussieht. Das ist echt schön. Toll. Bin ich hier an die LED gekommen? Also ich habe eine rote und eine grüne LED. Sehr schön. Das ist ja geil. Einfach nur toll. Sehr schön. So, was haben wir denn noch? Da haben wir eine kleine Schachtel. Eine schöne, schöne Schachtel. Oh, geil. Oh, schön. Kleine Bauteile. Jumper, Widerstände, Sockel, Buchsen,
Das ist ja toll. Quarz. Kann man erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das macht. Wie immer Autofokus. Ja, geile Sache. Schön. Flash-Dip. Okay. Ist natürlich praktisch, wenn man einen Pommer hat. Hier auch nochmal. 8-Bit MCU-Flash. Zwei Stück. Schön. Das ist ja toll. Oh, kleine Platine. Oh, was war das für eine? Kann man auf jeden Fall schön üben. Toll. Super. Das hat sich doch schon mehr als gelohnt. Hier ist was Bestücktes. Frage nur, was ist das? Das sieht ja interessant aus. Ah, ist das gleiche Layout? Das ist jetzt sehr interessant. Was könnte denn das sein? Seriell USB? Sehr cool. Aber wenn ich es richtig sehe, haben wir hier... Das ist ja toll. Oh, 3 Mark hat das gekostet. Schön. Cool, cool, cool. Was haben wir denn noch hier? Ein Säckchen mit... Ach geil, auch nicht schlecht. Schön. Was ist das? Das ist, glaube ich, eine programmierbare Zeitschaltuhr oder ein Leistungsmessgerät. Müsste ich mir später genauer angucken. Toll, ist das geil. Ach, Entschuldigung, wenn ich das Wort so oft sage, aber... Das macht, das freut mich. Und hier haben wir noch ein paar Pläne. Ich gehe schwer davon aus, EEPROM Programmiergerät Schaltung. Ah, das ist dann wahrscheinlich die Schaltung. Ach nein. Schön. Das ist dann entsprechend aus einer Zeitschrift. Ist das die Anleitung? Und dann ist das dann wahrscheinlich das Ergebnis. Ah, toll. Toll. So, dann haben wir hier noch einen Karton. Jetzt machen wir das mal so hier. Oh ja. Dann haben wir noch ein bisschen Software. Oh. Ich habe gerade was gesehen. Excel 5 für Windows. Schön. Aber ich habe noch was viel Tolleres gerade gesehen. Nee, ist jetzt nicht wahr, oder? Das sind beschreibbare Chips. Und wenn ich es richtig fühle, ist die Kiste randvoll. Why? Wow, das ist ja Wahnsinn. Das ist... Entweder ist er randvoll oder ist es ein Schaumstoff. Auf jeden Fall beides. Vorsichtig. Hui. Ah, schön. Ja, toll.
da fällt mir doch gerade ein, vielleicht sind die ja brennkompatibel mit diesen. Mit den Chips für die Apple Profile als Piggyback. Ah, das ist ja interessant. Wie ist das geil? Mal ganz vorsichtig. Das haben sich hier leider gelöst, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, vorsichtig wieder drauf. So. Deckel vorsichtig schließen. Und dann schauen wir, was wir noch haben. Ah! USB parallel. Sehr schön. Mach aus einem Paralleldrucker, Zentronics Paralleldrucker, einen USB-Drucker. Sehr geil. Und da war das Wort wieder. Und was haben wir hier noch? Eine alte Pata-Festplatte. Schön. Toshiba. Wie viel Kapazität wird die haben? Nicht die Welt. Müsste ich gucken. 6,82 Zylinder. Da steht es doch. 336 MB. Schön. Oh, das freut mich. Und das ist natürlich auch toll. Disketten. Phobis Computer. Schön. Microsoft Excel für Windows, original. Schön, 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 schön. Oh, Weihnachten. Es ist wieder wie Weihnachten. Und nochmal Disketten. Schön. Norton Commander für DOS. Oh, geil. Und wieder das Wort, aber. Schön, 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 schön. Was haben wir hier noch? Gut verpackt. Schauen wir mal rein. Ja, schön. Guck, ein USB-Seriell-Adapter. Die sind total toll. Und jetzt sogar mit Audio. Ach nein, Audio-Klinke. Das heißt Audio-Daten auf Seriell. Hm. Oder irre ich mich da jetzt? Was haben wir hier noch? Eine passende CD. Ah, für diesen Seriell-Adapter. Toll, toll, toll. Machen wir das alles mal schön da wieder rein. Also das mit dem EEPROM-Brenner und den passenden Chips ist ja sowas von toll. Super toll. Oh. Das höchste der Gefühle ist ja wahnsinnig. Super, ah, ich habe noch nie einen EEPROM gehabt. Das ist neues Gebiet für mich. Sehr toll. Und alles dabei dokumentiert. Sehr toll. Zack. Daumen hoch, würde man mal sagen. Aber das war ja noch nicht alles. Schließlich haben wir hier noch ein Gerät. Ich würde mal sagen, jetzt klemmen wir die Kamera mal wieder hier fest. Und schauen uns mal an, was in der Tasche ist. Ah ja, das ist dieser Spand. Die Tasche. Ah, die ist cool. Die kann man sogar an im Koffer hängen. Also an diesen, wie sagt man, Zugkoffer, wenn man auf dem Flughafen ist. Da, schön. Selten mich so sehr über einen Laptop gefreut. Bin ja kein Laptop-Fan mehr in diesem Sinne, aber es gibt
die ein oder anderen Geräte, die erzeugen bei mir noch ein schönes Druckerkabel, aber da wir den Adapter haben auf USB, brauchen wir das ja nicht, aber trotzdem. Schön. Dann haben wir hier nochmal Bauteile. Könnte für den Monitor sein. Widerstände, glaube ich. Isuzu. Vielleicht sagt jemand das was. Mir sagt es gerade nichts. Cool. Aber die Tasche ist toll. Ja, die werde ich jetzt aktuell auch für den aktuellen Urlaub nehmen. Weil die ist echt praktisch. Da passt Laptop rein und ein bisschen Kleinkram. Schön. Dann schauen wir doch mal, was haben wir hier? Ein NCR-Laptop. Genau, nicht Nixdorf, sondern NCR war das. Mit Diskettenlaufwerk. Schön. Ja, ein bisschen eingedrückt, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nur eine Abdeckung. Und es handelt sich um das Modell NCR. Machen wir doch mal auf. Tada. Oh, ist der schön. Das ist doch mal ein schönes Gerät. Deutsches Tastaturlayout. Mensch, das ist schön. Das ist echt ein tolles Teil. Ja. Schön. Toll. Was ist denn das jetzt genau für ein Modell? Lass mal schauen. NCR Modell, ja, 011. Schick. Aber dann passt das Netzteil hier, dieses hier, doch zum Gerät. Ich würde mal sagen, die Zeit nehmen wir uns einfach schnell und werfen die Kiste mal an. So. Und dann würde ich sagen, geben wir der Kiste ein Go. Geht an. Toll. Na, schauen wir mal, wie viel haben wir denn? Fast 5 MB RAM. Schön. Vor allem hier, die Indikation ist ja mal toll. Ha. Und MS-DOS haben wir drauf. 60 MB Festplatte. Cool. Maustreiber. Obwohl, hier gibt es jetzt keine Maus dran. Ich sehe gerade, meine Kamera zuckt ein bisschen. Mit dem zweiten. So, sehr schwer für so ein kleines Päckchen. Schauen wir doch einfach mal. Machen wir das jetzt am besten auf. Hier oben. Ah, bin ja auch sehr gespannt. Sehr gespannt. Das komplettiert meine Next Station doch sehr. Schauen wir mal rein. Gut verschlossen. Oh, aber ich sehe hier schon was Schönes. Oh, schön. Oh, toll. Da haben wir eine CT. Jetzt denkt sich jeder, eine CT, was ist an der CT Besonderes? Naja, das Jahr 1991, der Umstand, dass die CT so dick ist,
Und Next Station, ausführlich recherchiert. Sehr schön. Toll. Wirklich dick, das Ding. Bin ich so nicht gewohnt. Und hier hinten, wie immer, das finde ich am tollsten, Werbung für damalig aktuelle Technik, Computer. Toll. So, dann haben wir noch... Genau, das war's schon. Einmal eine unscheinbare weiße Tüte und hier ein ganz spezielles Buch. Ich würde es sagen, ich taufe es mal eine Bibel. Nicht ganz falsch. Es ist nämlich die Next Bibel. Toll. Ich denke, nicht so oft zu bekommen. Das ist im Prinzip dieser Einschlag ist wohl von der Bibliothek gemacht worden. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, das ist eigentlich der Originalumschlag. Also so wie man das Buch kaufen würde, so würde es aussehen. Schön, 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 schön. The Next Bible Hardware and Software Systems for the Next Computer. Super geil. Ach, da steht es ja. No longer the property of the University of Delaware Library. Ah ja, dann ist dieser Umschlag tatsächlich nachträglich hinzugefügt worden. Und hier sieht man es. Schöne Bibliothekssiegel. Schön. Oh, das ist doch toll. Schön. Ja, ich würde sagen, da gibt es alles, was man wissen möchte, wissen sollte, könnte zum Next System, Next Step. Toll. Super. Zwar auf Englisch, aber das stört mich gar nicht. Super. Ja, ist schon mal ganz wichtig, wie setzt man Passwörter und solche Sachen. Sehr toll. Wow. Super geil. Yay. Und jetzt kommt das Beste. Oh ja, das Beste ist eigentlich die Bibel. Aber jetzt kommt noch diese unscheinbare Tasche hier. Holen wir das mal mit einem Satz raus. Zack. Next Step. Ja. Next Step für Next Computer. Und in der Version, schauen wir doch mal, vor allem ist auch Deutsch, genau, das ist mal ganz wichtig, auf Englisch, Französisch und Deutsch. Was beinhaltet das? Next Step Release 3.1, das ist schon mal aktuell genug, updaten auf 3.3 kann man immer noch. Und das Wichtigste bei so einer Installation ist die dazugehörige Installationsdiskette. Diese startet man und dabei wird dann das externe SCSI-CD-Laufwerk, wenn man eins hat, integriert. Und dann kann man von der CD installieren. Toll, 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 toll. Und ich breche mir einen ab, die Next Software zu bekommen und dann habe ich sie. Ach, ist das toll. Super toll, super toll. Und dann sind hier noch dabei gewesen Next Step, Open Step, Peanuts, Archiv und CD, Archiv und CD, Update Disk. Was heißt das? Update Disk. Bim, 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 bim. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das bedeutet. 1995, Requires Operating System 3.1 or higher, FTP-Archiv, interessant. Dann haben wir da diese ganzen
Sachen drauf. Und diese hier auch. Da haben wir Peanuts 2. Okay, cool. Super. Oh, das ist ja echte Weihnachten. Aber vor allem das hier, das ist toll. Super. Das heißt, demnächst werde ich mal ein Video machen, wie man eine NextStation neu installiert. Nachdem ich ja jetzt alle notwendigen Datenträger habe. Super. Ich würde sagen, das hat sich doch sehr gelohnt. Next-Sachen und dieser super kleine NCR mit dem EEPROM-Brenner. Haha, toll. Echt wie Weihnachten. Super. Ja, ich würde sagen, das war's schon. Demnächst, höchstwahrscheinlich demnächst, gibt es dann ein sehr, sehr interessantes Update-Video zur Apple Lisa nochmal. Da, ja, wie kann man sagen, wird es auch eine Art kleines Unboxing geben für die Lisa. Da ich endlich ein wohl lang ersehntes Zubehörteil bekommen habe, beziehungsweise bekommen werde. Das wird sich bis zum Wochenende zeigen. Ich freue mich schon drauf.